What the fuck? Was passiert jetzt? What the fuck? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Slender The Arrival. Und ja, heute ja, müssen wir dieses komische Tape hier zu Ende spielen. Ich bin mir nur nicht sicher, weil wir sind letzte Folge gestorben und ich weiß nicht, ob wir noch die Dings haben, die Kanister. Deswegen gehe ich nochmal hier rein. Und such die Kanister, aber es sieht sehr schlecht aus. Ich glaube, wir haben die Kanister nicht mehr. Da ist diese Ding schon wieder. Was bist du? Oh ja. Wir haben ja letzte Folge nur zwei Kanister gefunden, falls sie überhaupt nur zwei wären. Ich schätze mal. Okay. Nur die zwei Kanister und dann raus hier. Junge, ihr wollt mich doch verarschen. Junge, hör auf mit diesem... Mach das Licht wieder an, du Drecksack. Junge. Mann, ey, mach das Licht an. Danke. Ja, perfekt. Komm, nehmen wir diese scheiß Kanister und verschwinden hier. Junge, Alter. Ich werde einfach durchs Feld gehen und einfach straight durchlaufen. Das ist wieder... Lauf, Bro. Ja, komm. Junge. Okay, hoffen wir mal, wir können den Generator hiermit auffüllen. Ey, dieses Licht flackert immer noch so. Ey, Junge, du willst mich doch verarschen, Mann. Ist was? Oder? Nee, oh, ich bin dumm. Ey, komm schon. Hier ist was. Dieser Junge in diesem roten Umhang, ist das Charlie oder bin ich dumm? Hier vorne ist ein Baumhaus. Kann es sein, dass das irgendwie eine Farm war von Charlie und seinen Eltern oder so? Bin nicht sicher. Oh mein Gott, Alter. Das ist ein uraltes Bild und im Hintergrund, es ist Slendy. So uralte Bilder, so, ist einfach creepy. Es ist mir egal, was ihr sagt, aber niemand kann mir erzählen, dass uralte Bilder nicht creepy sind. Oh, hier ist dieser Key. Du willst mir nicht sagen, ich darf nochmal durch dieses komische Feld durch, oder? Wo diese komische Monsterolle rumläuft. Warum? Alter, Mann. Jetzt ist es Nacht. Perfekt, Alter. Junge, wieso hasst das Leben mich so? Okay, ich gehe wieder Offroad durch. Ich hör was. Ach du Scheiße. Fuck. Ja, nicht schlapp machen. Ja, nicht schlapp machen. Lass mich durch. Junge, mach die Scheiße zu. Mach zu, Mann. Mach doch zu. Ey, Junge. Nein, es ist ein Friedhof. Ja, ich würde auch sagen, in einem Horrorspiel ist es immer eine gute Idee, auf den Friedhof zu gehen. Ach, ich hasse es. Hallo? Oh, hier ist was. Frieda Mattison. Ich bin mir nicht sicher. War das nicht dieser Junge, der vermisst wurde? Ich kann mich an die erste Folge gar nicht mehr erinnern. Ich bin, also schon, aber jetzt, ich kann mich halt schon gut an die erste Folge erinnern, aber nicht ins Detail. Und was ist das? Das sind Kinderspielzeuge. What the fuck? Nein! Ey, du, warum mich? Junge. Okay, immerhin gibt es hier einen Checkpoint, das finde ich gut. Ja, wir haben jetzt hier diese Kinderspielzeuge genommen. Und was soll man damit machen? Junge. Ach, Digga, du Schwanz. Ich check das irgendwie nicht. Was? Seid ihr gestört jetzt oder was? Deswegen diese Tür. Ey, dieses Mist, hier kommt da jetzt reingeschossen. Wir müssen außen rumlaufen, dann raus. Komm. Hallo? Kommst du, oder? Ja. Lauf. Scheiß Drecksvieh. Nicht schlapp machen, laufen. Alter Mann, Junge. Was ist das jetzt? Ey, ich wäre wirklich zufrieden, wenn man Tür noch wieder zumachen könnte, ja? Was ist das hier für ein Haus? Junge, hier auch wieder überall Zeichnungen. Müssen wir hier was mit den Kinderspielzeugen machen? Warte mal, hier ist auch wieder so eine... Slenderman vor einem Haus. Soll das eine Kirche sein? Überall Zeichnungen. Mann. Und hier geht's runter. Nee, ich will da nicht. Nee, ich will da nicht hin. Aber ich mach's trotzdem. Ach, du dummes Mistvieh, Alter. Blödes Miststück. Fuck, ich kann nicht durch, Mann. Hier. Lol. Also die Kamera ist runtergefallen, lol. Hoffen wir mal, er hat überlebt. Und ab hier geht jetzt unsere Reise weiter. Gut, wir haben die Tapes gesehen. Dann lass mal weitergehen. Zu diesem Turm. Ich muss sagen,
Das erste Tape war schon gut, aber das zweite Tape war halt einfach, Junge, geistesgestört. Das war's. 12. The house had to go. I can't save me anymore. Okay, was bedeutet das? Also ja, ich weiß, was das heißt auf Englisch, aber ich weiß halt nicht, auf was das bezogen ist. Das Haus musste gehen. Ich kann mich nicht mehr selber beschützen. Ja, welches Haus meinte der oder die? Ich weiß, ich keine Ahnung, wie das geschrieben hat. Okay, wir nähern uns aber diesen Turm. Junge, die Aussicht von hier oben. Junge, gönnt euch das mal. Ist wieder so eine Art Minenschacht. Das ist mir nicht ganz geheuer. Ist was. Meet me by the street in a... In, was? I left a list of things to bring with you. Leave everything else behind. I'll explain everything. As soon as see you. Nee, as soon as I see you. I know how to fix all of this. Don't tell Lauren about me. Triff mich in einer Stunde an der Straße. Ich habe eine Liste zurückgelassen, die mit Dingen, die ich mit dir bringen muss. Lass alles andere zurück. Ich erkläre es dir später, wenn wir uns sehen. Ich weiß, wie man all das beenden kann. Erzähl Lauren nichts von mir. Ach, komisch, ja. Warum gehen wir gerade in so einen scheiß Minenschacht, Alter? Ich will das einfach nicht, Junge. Und überall wieder Kritzeleien, man kennt's doch. Ach komm, einfach Augen zu und durch. What the fuck? Was passiert jetzt? What the fuck? Ach du Scheiße. Alles brennt hier, what the fuck? Oh Gott. Scheiße, wo soll ich hin? Was soll ich machen? Junge, ach du Scheiße, Alter. Slendy. Oh, er hat schon Tentakeln bekommen. Ey, ach du Scheiße, wo soll ich hinlaufen? Ach, jetzt kommen diese Spielchen, ne? Ach, Junge, come on. Was soll ich machen, Mann? Ich check's nicht. Ach, Junge, come on. What the fuck? Ach, komm. Lass doch den Scheiß. Hör doch auf, dich immer vor mir hinterlappen. Digga, das ist... Junge, das ist asozial. Junge, ich weiß einfach nicht, wo ich hinlaufen soll. Muss ich zum Turm? Ach. Ja, da ist der Turm. Komm on, komm on, komm on. Renn da. Echt jetzt? Junge, wir haben es geschafft. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir dem Horror noch nicht ganz entkommen sind. Schlüssel. Na, jetzt brennt's auch noch. Ja, Feuer halt, ne? Mein was? Ey, du willst mir jetzt nicht erzählen, dass meine Taschenlampe im Arsch ist, oder? Was kommt jetzt, Mann? Was ist jetzt passiert? Was? Hä? Ich check's nicht. Wer ist da? What the f... Was bist du? Oder wer bist du? What the fuck? Oh, unser Akku ist leer. Junge. Junge, was ist das? Ach du Scheiße. Ihr Drecksäcke. Ihr Drecksäcke. Wo bin ich? Oh, du Sackgesicht, wer bist du? Oh, scheiße, nein. Das Ding beobachtet mich, WTF. Ich wurde gekidnappt. Hilfe. Bitte diesen komischen Ding nicht näher rangehen, weil ich weiß, das Ding gibt gleich eine Nackenklatsche. Was ist das für ein Vieh, Junge? Du kleines Drecksack, du bewachst mich hier, ne? Ja, natürlich. Das Ding ist weg. Junge, die verarscht mich doch jetzt echt, oder? Wein doch nicht, ich kann dir helfen. Das meine ich nicht nur so, um rauszukommen. Ich meine das ernst, ich helfe dir von mir aus. Auch wenn dir echt eine Gesichtsoperation gut täte.
Hör mal auf zu heulen, du hast keinen Grund zum Heulen hier. Junge, ich hab einen Grund zum Heulen, Junge. Ich sehe einfach gar nichts, deswegen weiß ich nicht, wo ich hinlaufe. Junge, kann ich nicht einfach weg hier, Alter? Alles geht mir einfach an die Nerven hier. Oh, du Schwanz. Oh, Slendy, ich weiß, du bist hier. Who the fuck are you? Ach, du schon wieder. Ach, du bist das. Ach, du bist das. Das war der kleine Pisser mit seinen Generatoren. Ey, das war dieser kleine... Was macht er da? Sind wir jetzt tot? Das war dieser kleine Sack, der uns verfolgt hat bei den Generatoren. Blue Eisel Studios and Perfect Productions, ja? Was kommt jetzt? Das war's? War das halt so eine Art Bad Ending? Denn wir haben Kate nicht gefunden, wir sind einfach verreckt, WTF. Hä? Ich check nicht, was ist da jetzt passiert? Okay, da jetzt die Credits ablaufen und das Game anscheinend, ja, jetzt zu Ende ist, warum auch immer. Ich gebe jetzt einfach mal mein Fazit ab. Ich muss sagen, das Game war mega geil gemacht, also, auch die Horroratmosphäre, die Jumpscares, ich hab mich auch echt voll oft erschrocken. No joke, also wirklich großes Lob an die Entwickler, die hier dran mitgearbeitet haben, auch wenn sie geistesgestört sind. Junge, ihr habt einfach den Mythos Slenderman einfach ganz anders zum Leben erweckt, als man das eigentlich erwarten würde. Ihr habt auch andere Monster reingebracht, nicht nur Slenderman, sodass das Game auch ein bisschen Abwechslung bietet, ne? Was ich bis jetzt am geilsten fand, war halt wirklich... das mit den Generatoren. Es war halt irgendwie am coolsten. Mir auch sehr Spaß gemacht, die zu finden, auch wenn ich ehrlich gesagt ein bisschen... Oh, die Credits laufen ab. Das war's. Was? Der Horror hat jetzt gerade erst begonnen, was? Hardcore difficulty is now unlocked and a new level is now available from the... What? Lol, wir haben jetzt... das war doch gar nicht alles. Wie, dann würde ich sagen... Dann... War das für die heutige Folge? Dann schauen wir uns im nächsten Part die weiteren Stages oder die nächsten Level an, besser gesagt. Es war mega spannend. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.